So, hier jetzt kommt mein Tutorial für, um die Backform auszulegen. Ganz einfach. Backpapier, Backform, Margarine, Bleistift, Helfer, Schere. Das Einfachste wieder, habe ich euch schon mal gesagt. Mache ich jetzt nochmal. Mit einem Bleistift den Kreis einmal aufzeichnen und einmal ausschneiden. Ich habe leider nur so eine Blätter, geht aber auch. Dafür habe ich Musik mit meinem Kind. Genau, halt mal fest, sehr gute Idee. Sehr schön. Ich schneide also. Nein. Ich schneide also den Kreis hier aus. Versuche gegen zwei Kinder, die hier laufend anzukommen. So, erster Kreis ist fertig. Felix, nein, ist zu laut. Und schneid mir jetzt hier lange rein. Die schneide ich auf. Die können die Höhe haben. Meine sind jetzt höher, müssen sie nicht unbedingt. So geht es sowieso nicht. Also man kann sie auch niedriger schneiden, dem Kind was zum Spielen geben. Hier habe ich schon was vorgeschnitten. Und zwar werden die jetzt hier unten eingeschnitten. Ungefähr 2 bis 3 cm hoch. Und ungefähr alle 2 cm. So. Hey Felix, das ist ein Lärm, den ich nicht mag. Stopp. Lärmi, ganz doofes Spiel. Also, weiter. Dann habe ich geklappt. Und schneiden. Hey, Schluss. Das geht nicht. Da muss ich sie wegnehmen. Das geht gar nicht. Das macht in meinen Ohren Aua. So, ich schneide sie alle 2-3 cm ein. Guck mal, Felix, möchtest du die Schere haben? Wenn ich hier fertig bin, kriegt mein Kind die Schere. Dann ist er hoffentlich ruhig und lieb. Hier, guck mal. Ein Blick auf ihn, um zu gucken, ob alles klappt. Ich werde jetzt kurz mit Margarine das kurz einfetten, weil, wenn ich es einfette, hält alles gut. So. Hier ist was zum Schneiden, kannst du schneiden, viel besser. Auch das fette ich kurz ein, weil nur dann das Backpapier richtig gut am Rand hält. So, also einmal einfetten, muss nicht überall sein, muss nicht gleichmäßig sein. Geht alles einfach so. Sehr schön, Moritz. So, ich werde jetzt hier das hier einfach hier reinlegen und schön ein bisschen festkleben. Und zeigt euch gleich nochmal, wie es da unten drinnen liegt, umgeknickt. Da, wie es eingeschnitten hat. So. So, ich zeige euch das nochmal ganz nah. Sieht jetzt so, dass hier alles umgeknickte drinnen liegt. Und jetzt muss man gucken, ob man ein oder zwei Streifen nimmt, wie das so passt. So, passt alles. Ich muss jetzt noch ein bisschen Margarine hier ran machen, weil mein Blatt irgendwie fast gar nicht klebt. Habe ich wahrscheinlich im Eifer des Gefechts immer zu wenig gemacht. Da meine Kinder mir hier so aktiv mithelfen. Dann konzentriert man sich irgendwie immer auf alles. So, es ist einmal komplett ausgelegt. Jetzt kommt nur noch der Kreis rein. Nee, du brauchst nicht da schneiden, du schneidest hier. Und jetzt kommt noch mein Teil hier in die Mitte. So, und jetzt ist es eigentlich, man kann so backen. Aber wie gesagt, ich backe noch ein bisschen anders. Ich werde immer noch dazu ein Alufolie-Wasserrand machen, damit es noch schöner backt. Damit wird es dann gleichmäßiger und kriegt keinen hohen Huckel hier oben. Komplett ist es eigentlich erstmal so fertig. Schön ist es noch mit Alufolie gefüllt, mit Haushaltspapier, mit feuchten. Dann backt es noch besser nicht hoch und man kriegt eine schöne gleichmäßige Torte und Kind hilft mit beim Schneiden. Ne? So, das war's dann erstmal.